Das ist doch mitnichten so gedacht, dass das, dass man es einfach hier so hinmischt und dann damit erfüllt. Das ist ja. Das ist ja absurd. 97%. Oh. Naja, wir haben es ja gleich. Prozent. Da sind noch keine 2600. Die ich hier immer baue für 1%. Das sind doch höchstens 50 Stück hier. Vielleicht ist die Prozentrechnung bei dem Spiel auch einfach scheiße. Also falls jemand irgendwie Mülleimer braucht, der kann gerne hierher kommen. Hier gibt es genug davon. Und dann, so, jetzt müssen wir das gleich mal haben hier. Halt. Jetzt, Alter. Kann ich das nächste wieder abreißen und zu Geld machen? Ja, Spiel, dass man eine Gedenkminute einlegt, das ist aber auch nie normal. Oh. Keine Rückmeldung. Tja, ich glaube, da haben wir ein bisschen übertrieben an der Stelle. Und das heißt, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Spiel einmal neu gestartet ist. So, da sind wir wieder. Und diesmal habe ich noch was anderes probiert. Ich habe einfach mal jetzt die Aufnahme beendet und neu gestartet. Das hat nämlich einen Vorteil, da muss ich dann in der langen Aufnahme nicht rumsuchen. Das ist auch eine coole Fehlermeldung. Die Einheit versagt Finanz. Nur so, um damit gemeint ist. Ja, ich würde die Dinger hier nochmal stehen lassen. Packwerbung ist wieder irgendwie auf so einem niedrigen Tiefpunkt. Warum eigentlich? Ich habe Hunger. Es gibt doch wirklich hinreichend Fressbuden, wo diese Leute hier einfach dran vorbeikommen. Ach, ist ja wieder Tag-Nacht-Wechsel drin, ja. Na gut, so ein paar kleinere Buden könnte man vielleicht schon nochmal irgendwo hinspawnen. So, jetzt ist wieder. Nee, ist das jetzt richtiger Himmelsstand? Nee, weil jetzt ist noch Schatten. Achso, das ist dann schon. Ich hätte gedacht, das wäre dann irgendwie so Mittag, dass dann auch die Sonne nur von oben drauf scheint. Aber anscheinend ist dem nicht so. So, eine Sushi-Bude hin. Wäre natürlich auch schön, wenn das Spiel das mal hinkriegen würde, das mal richtig zu platzieren. So, da haben wir noch ein Sushi. Ach, da bauen wir gleich mal ein paar. Nee. An den Parkeingang hier noch irgendwas hin vielleicht. Weil so richtig verschandeln will ich das eigentlich jetzt hier auch nicht. Mal gucken mal, ob wir hier was hinkriegen, irgendeine Bude. Zum Beispiel den hier. Passt es dort rein? Ne, da stehen noch zwei, drei Sachen im Weg, die leider weg müssen dazu. Und hier machen wir es auch nochmal hin. Allerdings eine Getränkebude. Oh, guck. Ja, das scheint mal ein bisschen groß zu sein vom Platz. Ja, da müssen wir doch den kleinen
den kleinen hier hinbauen. So. Was denken die Leute noch? Ich habe Hunger, ich habe Durst, brauche eine Toilette. Wege hier sind ekelhaft. Ja, wo denn überhaupt? Ah, wissen wir was? Das lösen wir einfach ganz einfach, ja. Nee, ein großes Hausmeistergebäude bitte irgendwo hin. Ja, jetzt wieder den Weg dann zu hauen. Ja. Ja, nicht drüber aufregen. So, 10 Stück, zack, dann schwärmt mal aus, macht das sauber. Eine Toilette ist da. Wo hat man noch eine gehabt? Ach, hier hinten ist noch eine. Gut, hier können wir noch eine hinstellen. Haben die Leute schon recht, wenn die sich hier beschweren, zu Recht. Die Frage ist bloß, ob man die hinstellen kann noch. Da nicht. Hier so rein. Nee, es wird knapp. Passt nicht. Achso, man kann natürlich auch einfach so einen Weg hier rausbauen, das dann dort dran stellen. Super, das passt euch ja wieder gut mit dem Weg dort. Kann ich jetzt nochmal korrigieren. So, ist jetzt nicht ganz so. Spielzeugauswahl. 5-mal ein Souvenir für Kinder kaufen. Okay. Das kannst du gern haben. Den hat man, glaube ich, auch noch nicht, ne? Nehmen wir uns jetzt einmal ein Darlehen auf. Und wenn das ja hier hinten auch eher so ein bisschen die Kinderecke ist. 5-mal Souvenir für Kinder kaufen. Das kriegen wir doch hin. Wenn ich mal das hier finde. Souvenirladen. Heißer Hut. Für Kinder. Dann mal diesen komischen Finger hier. Aber warum will denn das für Kinder? Spielzeug-Spencer, will er damit vielleicht? Irgendwelche Schandtaten unternehmen? Hier kommt da ein cooler Sonnenschutz hin. Scheint halt nicht hinzugehen dort. Ach, weil der Weg so blöd ist. Da passt noch einer hin. Ich hoffe mal, der rafft das dann, dort die ganzen Dinger abzulaufen. So, Bären haben wir schon. Hier Ballonkumpel. Geht ja auch wieder nie. Was ist denn das für eine beschissener Wegbau hier in dem Park? Dann geht das halt hier hin. Dann müssen wir wahrscheinlich die ganzen Dinger hier abreißen. Sorry, lieber Parkbesitzer, wenn ich das hier so verhunze. Aber ich hätte halt gern mal
das nächste Level hier geschafft. Bei Influencern. So, hier können wir noch einen hinbauen. Das T-Shirt gibt es dann noch. T-Shirts. Und den Teddybären stellen wir auf Kind und dann müsste es ja eigentlich passen, hoffe ich mal. So, geben wir mal Gas. Packwerk ist aber noch nicht so der Knaller hier. Ach, ich muss ja noch die Dinger hier bauen. Nicht, dass ich das irgendwie hier aus dem Dings verliere. Was soll man machen? Also, jetzt habe ich das Darlehen. Oder nehmen wir das Darlehen auf. Zahlen das zurück. Und dann bauen wir jetzt noch die letzten paar Attraktionen. Da muss man wahrscheinlich eh nur danach gucken, dass die ordentlich reinknallen hier. Wie die Drop Zone zum Beispiel. Zählt der? Ja. Ne, Moment. Minimale Begeisterung. 3,5. Ne, zählt natürlich nicht. Direkt wieder abreißen. Was ist mit dem? Der zählt sehr gut. Aber deutlich. Der kriegt das deutlich hin. So, was haben wir noch? Verrückter Drehwurm. Achso, es ist ja der schon hier. Haha. Dropzone. Zero G Schwinger.